Die Zeit. Geheime Wunderwaffe hatte erst viele Fehlstarts, aber vom September 1944 an flog auch die V2 gegen England, die erste richtig gehende Rakete der Geschichte. Aber sie warf nur einen Bruchteil des Sprengstoffs ab, den zur gleichen Zeit die alliierten Bombergeschwader über Deutschland niederregnen ließen. In einer unterirdischen Fabrik bei Nordhausen wurde die V2 hergestellt. Nach der Kapitulation meldete sich einer ihrer Erfinder bei den Amerikanern, Werner von Braun. Er sollte noch eine glänzende Zukunft vor sich haben. Gute Leute werden eben überall gebraucht und die Sieger nehmen immer alles. Guten Abend, meine Damen und Herren. Technik ist neutral und eine Rakete bleibt eine Rakete in jedem politischen System. Entscheidend sind die Zielkoordinaten und die werden von Politikern und Militärs festgelegt. Deshalb freuten sich die Amerikaner nach dem Krieg auch herzlich über die Ergebnisse der Nazi-Raketenforschung und nicht nur sie. Auch die Sowjets bedienten sich in Hitlers Talentschmiede Peenemünde, wo die legendären V1 und V2 Raketenwaffen entwickelt worden waren. Die Geschichte dieses Rüstungsprogramms und der Männer, die es durchführten, ist die Geschichte junger Hobbytechniker, deren Begeisterung konsequent ausgenutzt wurde und die dies aus Liebe zur Technik ebenso konsequent mitmachten. Technik ist eben neutral, scheinbar. Der Film von Yves Le Manet und Bernard George ist das Protokoll der Geburt eines Waffensystems, das die Welt veränderte. Die Geschichte der erfolgreichen Verzahnung von Rationalität und Wahn. Hitlers verzweifelter Versuch, das Kriegsglück mit Wunderwaffen zu zwingen, war der Anfangspunkt der Raumfahrt. Es begann 1936 an der Ostsee, auf der abgelegenen Insel Usedom, die von der deutschen Wehrmacht für den Bau eines ultramodernen Forschungszentrums ausersehen worden war. An der Ostsee bei Ahrenshorst hatten sich schon viele Jahre zuvor immer wieder Hobbytechniker getroffen, um selbst gebastelte Raketen steigen zu lassen. Die Gesellschaft für Raumfahrt zählte einige hundert Mitglieder. Zu den Raketenfans gehörte auch ein damals 17-jähriger Oberschüler namens Werner von Braun. Zu Anfang des Dritten Reiches promovierte er in Physik. ...1936 sind die Amateur-Raketenvereine längst verboten. Es ist nicht mehr die Zeit für friedliche Träume, es ist die Stunde der Militärs und der professionellen Techniker. Ihr Ziel heißt Aufrüstung. Nach Peenemünde sind die Militärs gekommen, weil sich hier Probeabschüsse auf die Ostsee hinaus gut von neugierigen Blicken schützen lassen. In erstaunlich kurzer Zeit sind die meisten Gebäude im Rohbau fertig. Gleich zwei Forschungszentren entstehen auf der Insel. Im Westen will die Luftwaffe Düsenflugzeuge entwickeln. Im Osten plant das Heer, unter der Leitung von Dr. Walter Dornberger, den Bau von Raketen. Als technischen Direktor hat Dornberger den jungen Werner von Braun verpflichtet. Im Raketenzentrum von Peenemünde Ost werden sie über Dutzende von hochmodernen Labors, über Prüfstände und einen Windkanal verfügen. Alles, was das Herz der ehrgeizigen Wissenschaftler begehrt. Sogar eine Fabrik, die flüssigen Sauerstoff herstellt. Eine wichtige Komponente für den Treibstoff der Raketen wird errichtet. Für die 2000 Ingenieure und Techniker und ihre Familien ist eine neue Stadt gebaut worden. Mit Wohnhäusern, Schulen, Geschäften, Sporteinrichtungen und einem Casino. Die Verwaltungsgebäude zeigen die Handschrift von Albert Speer, dem Lieblingsarchitekten Adolf Hitlers. Als kurz vor dem Krieg der Betrieb beginnt, ist hier das modernste Technologiezentrum Europas entstanden, das vor der Öffentlichkeit freilich streng geheim gehalten wird. In diesen Hallen soll die A4 entwickelt werden. Eine Rakete mit 260 Kilometer Reichweite und einer Tonne Nutzlast. Der technologische Sprung, der bewältigt werden muss, ist enorm. Ein Motor stärker als alle bisher bekannten, betrieben mit einer Mischung aus Alkohol und Flüssigsauerstoff
und eine präzise Lenkung, die auch bei Überschallgeschwindigkeit funktioniert. Von Braun und seine Mannschaft, deren Durchschnittsalter bei nur 25 Jahren liegt, entschließen sich zunächst eine kleine Ausgabe der A4, genannt A5, zu bauen. Im Windkanal experimentieren sie mit Modellen. Der Prototyp wird dann in Handarbeit zusammengebastelt. Oft sind Änderungen erforderlich. Die größten Probleme stellt das Lenkungssystem. Es muss die Rakete auf ihrer Flugbahn halten, äußerst präzise ihre Geschwindigkeit messen, den Zeitpunkt für das Stoppen des Motors bestimmen und die Navigation berücksichtigen. In ihrer schlichten, eleganten Form ist die A5 die Vorgängerin aller Raketen unseres Jahrhunderts. Sie hat keine Sprengladung, dafür aber einen Fallschirm. Der Versuchsstart findet auf Öje, einer kleinen Insel am Ausgang des Greifswalder Boddens, statt, weil die große Startrampe bei Peenemünde noch nicht fertiggestellt ist. Die kleine Rakete funktioniert beim ersten Versuch. Sie erreicht eine Höhe von 13 Kilometern, bevor sie vom Fallschirm aufgefangen und in das kalte Wasser der Ostsee getragen wird. Aber die A5 ist bisher nur ein hübsches, hochtechnologisches Spielzeug, noch keine Waffe. In den ersten Kriegsjahren, in der Zeit der Blitzsiege, ist das Interesse Hitlers an der Raketenentwicklung nur gering. Doch die Mannschaft von Peenemünde arbeitet weiter. Im Sommer 1942 funktioniert der Motor der A4 mit 25 Tonnen Schubkraft perfekt auf dem Prüfstand. Riesige Düsen versorgen ihn mit Flüssigsauerstoff und Alkohol. In der Werkhalle bauen die Techniker die Rakete zusammen. 14 Meter Höhe, 1,8 Meter Durchmesser. Ein Puzzle aus 22.000 Teilen. Ein Glanzstück moderner Technologie. Im Inneren beherbergt die Rakete zwei riesige Tanks für 5 Tonnen Flüssigsauerstoff und 4 Tonnen Alkohol, die der Antrieb in einer kurzen Minute verbrennen soll. In der Raketennase ist das erste echte Elektroniksystem der Geschichte untergebracht. 3. Oktober 1942. Auf der Startrampe 7 von Peenemünde erreicht die Spannung ihren Höhepunkt. In 3 Jahren haben die Ingenieure gewaltige technische Probleme gelöst. Aber sie wissen, dass Berlin bei einem Misserfolg alle weiteren Mittel sperren würde. Alkohol und Flüssigsauerstoff werden in die Tanks gepumpt. Walter Dornberger gibt das Zeichen zur Zündung. Die 650.000 Pferdestärken des Motors reißen die 13 Tonnen der A4 vom Boden. Nach 60 Sekunden erreicht sie eine Geschwindigkeit von 5.500 Stundenkilometern. Die Rakete steigt 85 Kilometer hoch und legt in 5 Minuten 190 Kilometer zurück. Freude bei Werner von Braun und Walter Dornberger. Vom Führer ist ein Glückwunsch-Telegramm gekommen. Eine neue Ära hat begonnen. Der Bilderbuchstart fällt in eine Zeit, in der Deutschland vor seinen ersten militärischen Niederlagen steht, zwischen El Alamein und Stalingrad. Von nun an bombardieren die Alliierten täglich die deutschen Städte. Rüstungsminister Albert Speer überzeugt Hitler, dass eine neue Offensivwaffe gebraucht wird, eine Vergeltungswaffe. Die Serienreife der Rakete erhält Priorität.
Gleichzeitig schlägt Generalfeldmarschall Erhard Milch dem Führer eine zweite Wunderwaffe vor, die insgeheim bereits entwickelt wird. Schon seit längerem hat er die Ingenieure von Peenemünde West, dem Entwicklungszentrum der Luftwaffe, beauftragt, ein führerloses Flugzeug zu entwerfen. Die geplante Maschine hat eine Länge von 8 Metern, eine Spannweite von 5 Metern und ein Startgewicht von 2 Tonnen. Ihr Triebwerk funktioniert mit normalem Benzin. Mit diesem Apparat soll die Niederlage gerecht werden, die das Deutsche Reich 1940-41 in der Luftschlacht von England erlitten hat, als die Jagdflugzeuge der Royal Air Force die deutschen Bomber reihenweise vom Himmel holten. Mit 600 Stundenkilometern Geschwindigkeit ist dieses führerlose Flugzeug, zunächst FI-103 genannt, eine fliegende Bombe. Einfach im Bau und billig herzustellen, hat sie ähnliche militärische Merkmale wie die A4-Rakete des Heeres. Sie soll 900 Kilogramm Sprengstoff etwa 300 Kilometer weit transportieren. Für den Start benötigt sie eine Metallrampe, um sie auf eine hohe Anfangsgeschwindigkeit zu bringen. Während sie im Luftraum kreist, ist sie jedoch, anders als die A4, keineswegs unverletzlich. In Anwesenheit von Milch und Speer findet am 24. Dezember 1942 ein erster offizieller Startversuch statt. Er wird ein voller Erfolg. Die Beschleunigung ist phänomenal. Innerhalb einer Sekunde ist die FI-103 rund 300 Stundenkilometer schnell. Zwischen den beiden Forschungszentren auf Usedom, zwischen Luftwaffe und Heer, zwischen der FI-103 und der A4, bricht ein erbitterter Konkurrenzkampf aus. Rüstungsminister Speer entscheidet, dass beide neue Waffen in Serie produziert werden sollen. Denn Hitler ist über die alliierten Luftangriffe auf deutsche Städte außer sich vor Wut und will, dass die neuen Waffen so schnell wie möglich London zerstören können. Um sich Gunst und Geld zu sichern, organisiert Dornberger viele Besuche von hohen Offizieren und Ministern in Peenemünde Ost. Höhepunkt ist stets ein Start der A4, erläutert von Werner von Braun. Doch das Jahr 1943 vergeht ohne den Einsatz der Vergeltungswaffen. Vor allem die Umstellung eines so neuen und komplexen Apparats wie der A4 auf Serienproduktion macht den Technikern immer wieder Schwierigkeiten, führt zu einem Misserfolg nach dem anderen. Ein besonders zeitraubendes Problem, ein Großteil der Raketen verglüht beim Wiedereintritt in die Atmosphäre, wenn sie mit einer richtigen Sprengladung versehen sind. Ständig sind weitere Änderungen erforderlich, die Zahl der Korrekturen geht in die Zehntausende. Und der Beginn der Offensive mit den neuen Waffen muss von Monat zu Monat verschoben werden. Hinzu kommt, die Engländer haben Verdacht geschöpft. Die britische Luftwaffe hat den Befehl erhalten, die Ostseeküste systematisch aus der Luft zu fotografieren. Agentenberichte hatten im Frühjahr 1943 von geheimnisvollen neuen Waffen gesprochen und dabei immer wieder einen Namen genannt: Peenemünde. Vor allem der geschmuggelte Bericht eines Luxemburger Widerstandskämpfers, der auf Usedom inhaftiert war, hatte London aufgeschreckt. Zunächst war es den Briten schwergefallen, an einen so großen technologischen Vorsprung der Deutschen zu glauben. Doch jetzt liegen Hunderte von Fotos vor.
und auf einem Luftbild von Peenemünde identifiziert ein Fachmann am 18. Juni 1943 eine Rakete. Die Alliierten sind geschockt. Premierminister Winston Churchill selbst entscheidet, Peenemünde so bald wie möglich zu bombardieren. Unter dem Decknamen Operation Hydra wird der Luftangriff sorgfältig vorbereitet und eine Vollmondnacht abgewartet. Am Abend des 17. August 1943 starten 500 Bomber in Großbritannien. Kurz nach Mitternacht markieren Leuchtkugeln das Angriffsziel. Dann werden in 45 Minuten 2000 Tonnen Bomben abgeworfen. Sie sollen vor allem die technischen Anlagen treffen und die Wohnhäuser der Wissenschaftler und Techniker. Peenemünde steht in Flammen. Aber durch eine falsche Zielberechnung sind die wichtigsten Gebäude und Anlagen intakt geblieben. Die schreckliche Folge dieses Irrtums: ein Großteil der Opfer sind Häftlinge aus einem nahegelegenen Lager. Von den Ingenieuren sind nur wenige umgekommen. Sie werden mit militärischen Ehren bestattet. Peenemünde West, wo die Luftwaffe die fliegende Bombe entwickelt, ist sogar vollkommen unbeschädigt. Doch für die Deutschen ist der Angriff ein Signal. Der Feind weiß Bescheid. Nun gilt es auszuweichen. Zur gleichen Zeit läuft an der französischen Kanalküste ein gigantisches Bauprogramm an. Drei unterirdische Riesenbunker für die Lagerung und den Abschuss der A4-Rakete, vier Bunker und 96 Stützpunkte für die fliegende Bombe. Alle etwa 250 Kilometer von den beiden Hauptzielorten London und Southampton entfernt. Kilometerlang erstrecken sich die Tunnel zum Teil mit Eisenbahngleisen unter 5 Meter dicken Betonwänden. Der größte dieser Bunker im Pas-de-Calais wird überwölbt von einer 60 Tonnen schweren Kuppel aus Stahlbeton. Der SS vertraut Hitler die Errichtung einer unterirdischen Fabrik für die Serienproduktion der Raketen an. Ihr Name? Mittelwerk. Im Herzen von Deutschland, bei Nordhausen im Harz, treiben Tausende von Häftlingen aus dem Konzentrationslager Buchenwald unter höllischen Arbeitsbedingungen zwei riesige Tunnel in den Berg, die durch Galerien verbunden werden und die Fließbänder aufnehmen sollen. Ausgehungerte Menschen mit grauer Haut, verstaubt und zerlumpt, schuften hier unter den Knüppeln der SS-Männer am Ausweichquartier für Peenemünde. Währenddessen versichert Hitler am 8. November 1943 noch einmal, dass Deutschland die Waffen erst 5 Minuten nach dem Endsieg niederlegen werde. In seiner Rede rechnet Adolf Hitler mit den Feinden Deutschlands ab. In ihrer Verblendung hatten sie für den November 1943 einen Zusammenbruch des Reiches wie im Jahre 1918 prophezeit. Aber sie haben sich geirrt. Der Führer sagte weiter: Deutsches Volk, sei völlig beruhigt. Was auch kommen mag, wir werden es meistern. Am Ende steht der Sieg. Aber Hitler muss noch länger als ein halbes Jahr warten, ehe die erste V1, Vergeltungswaffe 1, wie sie jetzt genannt wird, gegen England fliegt. In der Nacht zum 16. Juni 1944, 10 Tage nach der alliierten Landung in der Normandie, beginnt der Angriff auf London. Am ersten Tag werden gleich 244 Bomben abgeschossen. Einen Monat später sind es schon 5000. Die V1 klingt wie ein schlecht eingestelltes Motorrad. Doch plötzlich verstummt das Geräusch. Der Motor hat sich abgestellt. Die V1 verliert an Höhe. Einige endlose Sekunden der Stille, dann die todbringende Detonation. Eine Schockwelle, Brandgeruch. Die V1 tötet blind, Tag und Nacht.
Am 23. August sterben 211 Menschen auf dem Markt von East Barnet. Mehr als 1 Million Londoner flüchtet aufs Land. Schon längst sind die Schulkinder evakuiert worden. Doch schon bald setzen sich die Engländer zur Wehr. Jagdflugzeuge starten, wagen sich todesmutig an die fliegenden Bomben heran, die mit einer Geschwindigkeit von 600 Stundenkilometern über den Kanal kommen. Wenn die Piloten im richtigen Augenblick das Feuer eröffnen, stürzt die Bombe weit vor London ab. Ins Meer oder auf die Küste. Als ein weiteres Hindernis vor der Hauptstadt steigt eine Barriere von Ballons auf, die mit Stahlkabeln verbunden sind. Dennoch erreichen immer noch zahlreiche V1 ihr Ziel. Mitte Juli 1944 schließlich wird die Artillerie in Stellung gebracht, die sich als besonders wirkungsvoll erweist. Mehrere tausend radargesteuerte Geschütze stehen in dichter Kette an der Kanalküste. Und Ende August schießen sie fast alle V1 ab, die sich England nähern. Hitlers Wunderwaffe ist entschärft. Zur gleichen Zeit bedroht der Vormarsch der alliierten Truppen in Frankreich die Abschussbasen, die von der deutschen Wehrmacht nach und nach aufgegeben und zerstört werden müssen. Am 1. September startet die letzte von Frankreich aus abgefeuerte V1. Die Bilanz: In 80 Tagen haben 2300 fliegende Bomben die britische Hauptstadt erreicht, 6000 Menschen getötet und 32.000 Häuser zerstört. Wegen der Unberechenbarkeit der Lufttorpedos übernachten die Londoner in Luftschutzkellern und U-Bahn-Stationen. Die Wochenschau zeigt ihnen, wie die blinde Terrorwaffe aus der Nähe aussieht. The pilotless plane with the explosive head is in fact the aerial torpedo. Used as it is by the enemy, it is completely blind. In der unterirdischen Waffenfabrik Mittelwerk ist inzwischen die Serienproduktion der A4-Rakete des Heeres angelaufen, die offiziell jetzt V2 heißt. Vor der Fabrik dehnt sich ein gesondertes Lager für die Arbeitssklaven aus, genannt Dora. Unter SS-Bewachung leben und arbeiten hier 32.000 Männer, russische und polnische Kriegsgefangene, Deportierte aus Frankreich, Belgien und der Tschechoslowakei, politische Gefangene aus Deutschland. Die Qualität der Raketen ist nicht immer einwandfrei. Durch die Erschöpfung der Gefangenen und durch gezielte Sabotageakte kleiner konspirativer Gruppen schleichen sich wiederholt Fehler ein. Von den Ardennen aus startet am 8. September 1944 um 11 Uhr vormittags die erste strategische Rakete des Krieges und schlägt 5 Minuten später in einem Vorort von Paris ein. Eine zweite geht am Abend in London nieder. Auf Befehl Hitlers konzentrieren sich die Angriffe in den nächsten Monaten auf London und Antwerpen, einen wichtigen Nachschubhafen für die alliierten Truppen. Am 16. Dezember 1944 kommen in einem Antwerpener Kino 561 Menschen ums Leben. Die V2 kommt lautlos mit dreifacher Schallgeschwindigkeit und ist nach dem Abheben unverwundbar. Die Raketenoffensive geht bis in die letzten Märztage 1945 weiter. In 10 Monaten sind dann 22.000 V1-Bomben und 3.000 V2-Raketen abgefeuert worden und haben 20.000 Menschen getötet. Doch aus militärischer Sicht sind die Wunderwaffen ein totaler Flop. Sie haben nur 15.000 Tonnen Sprengstoff auf feindliches Gebiet geworfen, während im gleichen Zeitraum die alliierten Luftgeschwader 500.000 Tonnen Bomben auf Deutschland niederregnen ließen. Die Niederlage im Zweiten Weltkrieg haben die Wunderwaffen nicht abwenden können.
Sie haben nur menschliches Leid und den Tod gebracht. In England, in Belgien und in Deutschland, wo beim Bau der Raketen ebenso viele Menschen starben wie dort, wo sie niedergingen. Als die Amerikaner am 11. April 1945 Dora Nordhausen erreichen, machen sie eine ebenso furchtbare Entdeckung wie andere alliierte Soldaten in Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald oder Dachau. Bleiche und ausgehungerte Menschen, Skelette, die mit Haut bedeckt sind, Männer, die sich am Boden krümmen und sich nicht mehr bewegen können. Amerikaner zwingen Einwohner von Nordhausen in ihren Sonntagsanzügen, die annähernd 3000 Leichen zu bergen und in Massengräbern zu beerdigen. Vielen sieht man den Widerwillen an, mit dem sie das tun. Dabei haben sicher auch manche von ihnen gehofft, dass die Waffen, die in ihrer Nachbarschaft produziert wurden, eine Wende des Krieges bringen würden. Und Tote hier wie dort. Doch trotz der riesigen Zahl von Opfern auf beiden Seiten haben die Raketen eine Wende des Krieges nicht gebracht. Sie seien zu spät gekommen, meinte der amerikanische General Eisenhower. Zum Glück für Europa kamen sie andererseits zu früh, denn es gab für sie noch keine atomaren Sprengköpfe. Am 2. Mai meldet sich ein Überlebender bei den Amerikanern, wohlgenährt und strahlend mit Koffern voll wichtiger Unterlagen, Werner von Braun. Mit seinen Ideen über Interkontinentalraketen und futuristische Raumstationen erobert er im Handumdrehen die Eroberer. Schon vorher haben die Amerikaner in den unterirdischen Stollen von Mittelwerk an die 100 V2-Raketen in verschiedenen Stadien der Endfertigung gefunden. Sie räumen alles ab, bevor sie Thüringen an die Russen übergeben und nehmen im September 45 auch Werner von Braun und 115 seiner besten Ingenieure mit. Diskret engagieren auch die Franzosen rund 100 deutsche Fachleute für ihr Raketenprojekt. Sie arbeiten erst für die Armee in Vernon und beteiligen sich später am Ariane-Programm. Die Russen haben Peenemünde erobert, aber dort standen bei Kriegsende nur noch Ruinen. Gleichwohl finden auch sie in ihrer Zone noch zahlreiche Spezialisten, die sie zur Mitarbeit beim sowjetischen Raumfahrtprogramm nach Russland bringen. Den Löwenanteil an Fachwissen und Erfahrung aber haben die Amerikaner eingeheimst. In White Sands befehligt Werner von Braun den Start einer V2 über der Wüste von Neumexiko. Dann wendet er sich ehrgeizigeren und immer mächtigeren Raketenprojekten zu, bis hin zur Saturn V, mit der Neil Armstrong auf den Mond fliegt. Und eines Tages steht der Mann, der jahrelang für Hitler gearbeitet hat, neben dem amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy.